Okay. Oh, Flo. Was? Es leuchtet wieder. Würde ich nur sagen, wenn ihr in der anderen Welt stirbt, dann wacht ihr wieder im echten Leben auf. Aber ihr könntet diese spezifische Raumwelt nicht bereisen. Okay, pass jetzt sofort auf, dass nicht schon wieder irgendwelche Vollidioten herkommen. Okay, aber wenn du die findest, direkt töten. Wenn ich dieses Ritual vervollständige, dann habe ich es geschafft. Okay. Dann kann mich niemand mehr aufhalten. Dann werde ich zum Magier. Hier. Nur oh, das! Was so? Okay. Was so? Nein. Oh. Oh. Ich bin super müde. Ich freue mich einfach nur jetzt schlafen zu gehen. Ich guck nochmal. Oh Mist. Okay. Komm, das leuchtet. Wo ist Flo? Warte, ich glaube, ich rufe Flo einfach an. Flo? Flo? Hi. Bist du noch wach? Ich hab grad geschlafen. Sorry, der Dings, der Kompass leuchtet. Wir müssen. Oh nein. Ich glaube, wir müssen rüber. Kann er nicht eine Stunde später erst leuchten? Es ist mitten in der Nacht. Ich will einfach nur noch schlafen. Aber das heißt, es ist wichtig, oder? Ich denke schon. Also, wir sollten. Die Fee hat ja gesagt, wenn der leuchtet, müssen wir rüber. Ich zieh mich an. Okay, nice, mach das. Treffen wir uns am Zaun hinterm Schwimmbad vor der Schule? Ich glaube, da kommen wir rein, weil die Schule ist ja nachts abgeschlossen. Vielleicht können wir über den Zaun klettern oder so. Möchtest du einbrechen? Ich meine, wir müssen doch irgendwie zu diesem Baum kommen, oder hast du eine bessere Idee? Also. Ja. Okay, alles klar, bring ich da. Okay, bis gleich. Weißt du, wo es hier reingeht? Weil hier ist jetzt der Zaun, oder? Meinst du, wir können über den Zaun klettern? Oder wir finden vielleicht. Oh, warte mal, hier ist ein Loch. Warte, oh, hier können wir einfach drüber. Ja, ja. Yay, wir gehen in die Schule ein! Nein! Wieso bist du denn hier? Hä, was macht der? Hallo? Wo kommst Hast du denn die Hose her? Gemacht? Ja, ich wollte jetzt nochmal mein Geschäft verrichten. Nachts in der Schule? Ja? Machst du das Warum öfter? Nicht? Steht, da ist deswegen immer das Badezimmer gesperrt. Och nö. Oh, nö. Nein, komm. Nein, nicht. Okay, pst, wir sind auf einer geheimen Mission, okay? Geheim? Ist ganz geheim. Shh. Ganz okay. Geheim. Ganz geheim. Und zwar, wir müssen. Geheim? Du sollst geheim. Nein, du sollst heimgehen! Hier ist dein Button. Das ist ganz geheim, ja? Und wenn ich du. Ich kann nicht lesen! Oh nein! Wir sind in der. Okay. Okay, Ronja, ich habe einen geheimen Plan. Okay. Hä? Hier habe ich meinen geheimen Plan notiert. Okay. Krieg ich den auch? Ja, weißt du was? Nein! Du kannst den zu Hause lesen, ja? Und dann kommst du wieder. Ja! Und dann können wir den Plan machen, okay? Ja! Ja? Ja! Jetzt habe ich kein Schulbuch mehr. Oh nein. Es tut mir leid. Okay, wo geht's? Wir müssen. Okay, lesen. Oh nein, komm wieder. Wieso kommst du? Kann deine Mama dir das vorlesen vielleicht? Als Gute-Nacht-Geschichte? Ich ruf sie mal an. Okay, mach das. Ich hab keine Mama. Oh nein. Wieso hast du keine Mama? Ey, dann halt deinen Hund. Schau, okay. Wir müssen uns beeilen, weil wir müssen in die Schule, bevor es hell wird. 26. Oh, Kekse, guck mal. Kuchen. Okay, sehr gut. Flo, lass uns schnell gehen. Wir müssen zu dem Baum, wo die Fee ist. Damit ihr uns die Äpfel gibt. Okay, lauf. Okay, lauf. Okay. Oh, der Typ, ganz ehrlich, der ist immer da. Warte, pass auf. Nicht, dass hier die Nachtsprinkleranlagen schon an sind. Oh ja. Wir müssen halt aufpassen. Ich habe Angst, dass der Hausmeister noch da ist. Obwohl, nee, der sollte in der anderen Welt sein. Der Hausmeister. Der Hausmeister. Aber vielleicht, weil der hat ja in der Traumwelt so einen Kollegen. Vielleicht hat er hier auch noch irgendjemanden, der aufpasst. Aber in der Traumwelt ist er tot, der kann nicht mehr rein, oder? Ja, aber der ist ja nicht tot, der kann ja nur in diese eine spezifische Traumwelt nicht mehr, so wie ich es verstanden habe, oder? Oh, immer diese Nachtwachen. Hä? Och, nicht was? Du schon wieder! Nee, wieso bist du denn schon wieder da? Ich hab die Kekse gegessen. Du hast die Kekse gegessen. Noch mehr Kekse. Hier! Noch mehr Kekse? Der Lehrer. Okay, mit der Lehrer Waffe. Ist da. Mit der Waffe? Mit der Waffe? Waffe. Okay, ich geh rein und hab die Waffe! Das ist super gefährlich! Waffe! Ich glaube, der Typ hat echt eine andere Waffe. Ich glaube auch. Wir müssen. Die Waffe ist bestimmt oben! Okay. wir müssen irgendwie. Wir sind, glaube ich, falsch reingelaufen, oder? Wir müssen in den Raum, wo der Hausmeister normalerweise ist. Ist das hier hinten? Da kommen wir da durch? Warte mal. Ich glaube, wir kommen hier nicht durch. Doch, warte mal. Geht das?
Ich kenne mich nicht gut aus. Okay. Doch! Ja, es ist der gleiche Raum. Aber das ist der Typ. Jetzt stehen. Wir kommen zu euch, ja? Oh nein. Ja, ich glaube, dann gehen wir schnell beim Hausmeister rein. Aber dieser Lehrer war irgendwo hier. Ist der noch hier? Ich hoffe. Vielleicht kommt. Also, vielleicht haben wir ja Glück und dadurch, dass der Typ jetzt da ist, lenkt sich der Lehrer ab und guckt, dass der nicht jetzt. Oh mein Gott, hab ich erschrocken. Oh, ist das laut? Das hört man vom Klassenzimmer rüber. Das ist ja ekelhaft. Oh Flo, ich will nicht. Ach, das war der Typ, ich dachte, hier drin ist jemand. Nee. Ich hätte vielleicht besser meine Hose ausziehen sollen. Oh nein. Oh nein. Okay, warte, ich mach kurz den Raum auf. Nehme ich einfach den Rock. Oh nein. Nicht den Rock. Nicht den Rock. Vor allem, welchen Rock denn? Das ist doch. Hallo? Hallo. Der Kompass ist wieder am Leuchten. Können wir schnell Äpfel kriegen? Okay, aber ich habe ein bisschen. Dass ich ein bisschen orientieren könnt. Hab ich hier rote Wolle. Ich glaube. Warte, was? Dann einfach der roten Wolle folgen. Einfach der roten Wolle folgen. Okay. In der Welt? In der Welt. Ich hab keine Zeit mehr. Okay. Flo. Okay, Flo, bevor wir die essen, wollen wir uns vielleicht. Oh nein. Ich hier gehen mit dem Rock. Oh nein. Sorry, du siehst wirklich hübsch aus mit dem Rock. Wollen wir uns vielleicht aufteilen, weil die Wache ja noch da ist, sodass die uns nicht, halt... Oh, stimmt. Ich kann ablenken, ich kann ablenken. Du kannst ablenken? Ja. Ich hab da nämlich was Lustiges gefunden. Oh. Was hast du denn gefunden? ich geh ihn kurz aufhalten. Isst du deinen Apfel hier schnell? Wir treffen uns in der Traumwelt. Okay. Oh Gott. Stopp mit dem TNT, das ist nicht. Mach das nicht. Das ist abstrakte Kunst. Guck mal, wie viel das ist. Wenn du das anzündest, ist der ganze Raum in der Luft. Ja. Mach das doch nicht. Mach das doch lieber im Klassenzimmer, oder? Hä? Mach das doch im Klassenzimmer. Ja? Ja. Okay. Und wenn du den Lehrer siehst, dann vielleicht mach das bei ihm in der Nähe auch, so wo er dann ist. Ja? Ja. Ja. Okay. Wo ist das Klassenzimmer? Das ist, wenn du hier rausgehst, direkt gegenüber. Das weißt du, du gehst hier schon direkt gegenüber. Einfach raus aus den Türen. Raus? Okay. Raus, okay. Oh, jetzt zieh ich schnell den Apfel. Flo? Flo, hallo? Der ist wahrscheinlich irgendwo anders, schätze ich mal. Vielleicht ist der woanders rausgekommen. Hallo, Flo? Hallo? Kannst du mich hören? Oh mein Gott, ist das riesig hier. Wie soll ich den jemals finden? Geht's hier durch? Komme ich hier weiter? Ich meine, hier ist ein Tor. Mist. Moment. Rote Wolle. Ich orientiere mich an der roten Wolle. Fee wird schon wissen, was sie gemeint hat, wenn sie sagt, ja, okay, lauf der roten Wolle nach. Ich meine, ist ganz gut für mich. Ich weiß eh nicht, wo ich lang muss. Aber, ja, besser als nichts. Geht's hier hoch? Ja, hier ist so ein kleiner Turm. Ist das hier oben? Ah, okay. Oh, das ist ganz praktisch. Da kann ich die beiden beobachten. Ach, ja. Bald werde ich es schaffen. Ich werde auf den Thron sitzen. Wir müssen nur diesen dummen König stürzen. Dann werden wir die kompletten Universen auslöschen können. Ja, aber zuerst werde ich die Steuer erhöhen. Dann werde ich gucken, dass ich meine Gefolgschaft erweitere. Dann werde ich schauen, dass ich diese beiden Halunken, wer auch immer die waren, die mich das letzte Mal aufgehalten haben, köpfen lasse. Oh nein. Ich werde sie aufspießen und werde ich sie auf die brutalste Art und Weise. Dann werden wir die Weltherrschaft übernehmen. Ja, ich werde die Weltherrschaft übernehmen. Oh Gott, ich muss unbedingt Flo finden. Vielleicht hoch? Oh Mann. Ich hoffe, bei Flo ist alles in Ordnung. Ich hoffe, der ist nicht in der Krisensituation rausgekommen und ist vielleicht schon eingesperrt oder noch Schlimmeres. Gott, wie lange geht denn diese Treppe hier hoch? Flo? Lass mal an den dritten Turm gehen. Ja. Flo? Oh Gott, hier ist nirgendwo. Vielleicht sehe ich von oben wenigstens was. Dann kann ich mir einen Überblick verschaffen. Ja, hier geht's raus. Flo! Oh Gott sei Dank. Hallo? Wo bist du rausgekommen? Irgendwo das Gefühl, ein Labyrinth hier. Ja, ich habe auch gar nichts gefunden. Das geht, tausend, keine Ahnung, Treppen hoch und runter. Bist du nach hinten gekommen?
Ja, ich bin von da hinten gekommen. Warte, lass uns mal rübergehen. Auf meiner Seite war quasi nur dieses kleine Podest über dem Thron. Okay. Okay, wir müssen... Hast du gehört, was der Hausmeister gesagt hat? Hey, der Hausmeister? Ich hab ihn gar nicht gesehen. Doch. Der Hausmeister und sein kleiner, keine Ahnung, Wissenschaftler, Kamerad, frag mich was, war bei dem. Und der Hausmeister will irgendwie den alten König stürzen in der Welt hier. Und will irgendwie Weltherrschaft oder frag mich was und irgendwelche Universen auslöschen. Und er meinte auch so, ja, die zwei Leute, die ihn letztes Mal aufgehalten haben, will er köpfen lassen. Also sollten wir uns vielleicht versuchen, unauffällig zu verhalten bei der ganzen Operation hier. Okay, wir brauchen Verkleidung, Mann. Du brauchst einen Schnurrbart. Ich brauche einen Schnurrbart? Ja. Willst du nicht lieber den Schnurrbart nehmen? Nö. Nö? Hä, was ist das hier? Oh, warte, hier. Rote Wolle. Rote Wolle. Ich hab schon überall die rote Wolle gesucht, die mag keiner. Ja, ist rote Wolle. Das ist gut. Die ist auch rote Wolle. Warte, da auch? Ist sie, ja, ich meine, es gibt viel rote Wolle. Ich hoffe, die Fee hat sich da nicht überdommen. Ich meine, es wird jetzt nicht so schwer sein, irgendwas zu finden, oder? Hier ist alles voller rote Wolle. Ich glaube, die hat es ein bisschen zu gut gemeint. Egal, hier geht's runter. Wenn wir uns verlaufen, dann ist es ganz allein meine Schuld. Gebe ich zu. Was denn? Na, nix. Was ist denn? Ein bisschen... Hier, Feuer und Käfige. Feuer und Käfige. Jo. Warte mal. Wo, was ist da oben? So, das war's dann auch mit dieser Folge Minecraft Traum. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar, was ihr denkt, was als nächstes in der Traumwelt passiert. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!